Moin Freunde, ich bin Jasper und ich zeige euch heute, wie ihr das Revotion Brain einmal anschließt, mit eurem Fahrzeug verbindet, wie ihr die App verbindet und konfiguriert und wie ihr es dann letztlich benutzt. Das Revotion Brain ist im Endeffekt wie das Gehirn im Kopf auch die Steuerzentrale. Also im Endeffekt verbindet das Brain alle Geräte miteinander, das bedeutet sowohl die Nodes, die ganzen Module, als auch dann die Verbindung zum Endgerät, also eurem Smartphone oder eurem Tablet. Darüber hinaus hat das Brain noch eine GPS-Verbindung schon mit integriert und LTE-M. Das ist so eine Art Schmalband-IoT-Netzwerk, mit dem jetzt schon Software-Updates funktionieren und jetzt später auch noch die Remote-Fähigkeit, also dass ihr aus der Ferne schon mal den Kühlschrank anschalten könnt. Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wenn man die Box öffnet, wird man hier direkt angelächelt. Und zwar stellt man relativ schnell fest, dass hier wirklich minimale Anschlüsse nur sind. Das bedeutet, wir haben hier nur den Anschluss für den Strom, also Plus und Minus einfach. Wir haben hier einen kleinen Pin, um das Ganze auf den Werkszustand zu setzen. Aber ansonsten, was ist das hier eigentlich? Legen wir das mal kurz zur Seite und schauen, was ihr noch so alles mitgeliefert bekommt. Hier ist noch die Befestigung. Das ist nämlich so ein Klicksystem, da komme ich aber gleich noch zu. Damit macht ihr das Ganze fest. Und hier liefern wir euch den Stecker direkt mit dem ihr aus einem beliebigen Kabel einen perfekten Stecker macht fürs Brain. Jetzt schließen wir das Ganze einfach mal an. Also wir haben hier unseren Stecker, wir haben das Brain und ich habe da mal was vorbereitet, eine Dauerplus-Leitung. Ganz wichtig ist, dass es wirklich Dauerplus ist und nicht vorher irgendwie schon geschaltet wird, weil das Brain ist wirklich dafür da, damit es die ganze Zeit am Strom bleibt und damit es wirklich die ganze Zeit auch das Netzwerk aufrechterhalten kann. Wichtig ist auch, dass die Leitung vernünftig abgesichert ist. Also fürs Brain reicht auf jeden Fall eine 1-Ampere-Sicherung und für das Kabel jetzt in dem Fall auch. Das Coole an diesem Stecker ist im Endeffekt, dass ihr nur ein abisoliertes Kabel braucht und das damit einfach reinstecken könnt. Das heißt, einfach Kabel abisolieren und das dann hier reinstecken, bis es einmal Klick macht. Und das machen wir mit dem zweiten jetzt auch. Links kommt Plus rein, rechts kommt Minus. Klick. So. Und damit ist es direkt schon gelockt und wir müssen nichts weiter machen, als jetzt das Brain mit dem Strom zu verbinden. In dem Fall sehen wir jetzt hier direkt schon, dass es anfängt zu blinken. Das heißt, das Brain ist aktiv und es hat jetzt Strom. Wo sollte das Brain also jetzt platziert werden? Es empfiehlt sich auf jeden Fall, das Brain so weit wie möglich nach oben zu platzieren, also meistens zum Beispiel hinter das Steuerpanel, was es eh schon gab, oder einfach generell eher nach oben, weil hier drin ja auch schon bereits die Antennen für GPS und LTE-M sind. Ansonsten ist es aber relativ egal, wo es im Fahrzeug ist, je nachdem, wo halt der Strom am besten herkommt. Für die Nodes zum Beispiel macht es überhaupt keinen Unterschied, die haben eine brutale Reichweite, das ist komplett egal, wo das Brain im Vergleich zu den Nodes hängt. Als Befestigung haben wir uns was richtig Cooles ausgedacht, und zwar dieses Klicksystem. Wir nennen es so ein bisschen Klett auf Steroiden, weil es im Endeffekt einfach so Klebestreifen sind, die mit so einem Klicksystem wirklich an das Brain anhaften. Das heißt, ihr könnt das Ding wirklich irgendwo festmachen, wo man halt mit dem Schraubenzieher zum Beispiel überhaupt nicht rankommen würde. Und allen Vorurteilen entgegen, das Ding hält bombig. Ich mache es mal kurz hier fest. Wir haben es schon mal spaßeshalber auf den Tisch hier festgemacht. Wenn ich das jetzt reinklicke, hört man auch, es klickt richtig. Und jetzt kann ich hier richtig wackeln und ziehe den Tisch eher ab. Wenn ihr nun also das Brain mit dem Stromnetz verbunden habt und an einem sicheren Ort festgemacht habt, sind wir eigentlich mit der Installation schon soweit durch und wir können uns der App widmen. Jetzt verbinden wir nämlich das Brain mit der App und konfigurieren das Ganze. Dazu laden wir uns die Revotion App in dem einfach ganz normalen App Store runter. Das bedeutet für Android als auch iOS können wir die einfach runterladen und einmal öffnen. Wenn wir dann jetzt sozusagen in die App hineingehen, können wir uns über das Seitenmenü unter Einstellungen mit dem Brain verbinden. Hier fragt die App einmal, ob sie Bluetooth haben darf. Natürlich müssen wir das aktivieren. Falls ein Brain nicht gefunden wird, schaut in den Systemeinstellungen nochmal nach, ob das wirklich erlaubt ist für die App. Wir können hier einmal auf Suchen gehen und finden dann hier unser Brain, das wir dann direkt verbinden können. So, und jetzt ist es so, anders als bei anderen Herstellern, zwingen wir euch praktisch dazu, direkt das Passwort zu ändern. Weil sonst wird es in der Praxis eh nicht gemacht. Das heißt, ihr könnt euch jetzt hier ein neues Passwort ausdenken. Das Ganze müsst ihr zweimal eingeben und auch nochmal bestätigen, dass ihr es euch wirklich notiert habt. So, jetzt sehen wir hier, wir sind mit dem Brain verbunden und können jetzt hier eigentlich schon rausgehen. Die wirklichen Brain-Einstellungen sind
unter Mein Revotion-System in dem Seitenmenü. Wenn wir da jetzt nämlich einmal draufklicken, kommen wir sozusagen in das Netzwerk. Das bedeutet, hier seht ihr jetzt alle Geräte, die mit dem Revotion-System verbunden sind. Hier sehen wir jetzt aktuell nur das Brain. Wenn wir jetzt weitere Nodes hinzufügen, sehen wir, dass die hier unten aufgelistet werden. Wenn man jetzt neue Nodes hinzufügen möchte und die jetzt schon irgendwo am Strom sind, mit dem Plus geht das Brain in eine Art Pairing-Modus und sucht dann nach Nodes. In dem Fall findet er gerade keine, weil ja auch keine angeschlossen ist. Das Brain findet natürlich nur Nodes, die noch nicht einem anderen Brain zugehörig sind. Das Ganze hat natürlich den Hintergrund, dass sobald ein System fertig konfiguriert ist, das ist ja natürlich nicht von einem anderen Brain irgendwie erkannt werden sollte. Dementsprechend achtet bitte darauf, dass die Nodes im Pairing-Modus sind. Wenn ich jetzt auf das Brain draufklicke, können wir jetzt hier nochmal einen eigenen Namen auswählen. Wenn man jetzt lustig ist, kann man das Ding lustiges Brain nennen. Dieser Name hier wird dann auch für andere Geräte zum Beispiel angezeigt, wenn die sich neu verbinden wollen. Oder wenn ihr jetzt zum Beispiel mehrere Brains habt, könnt ihr die so auseinanderhalten. Darunter sehen wir den Abschnitt OTA Update. OTA heißt Over the Air, also praktisch aus der Ferne updaten. Hier ist ja schon die LTEM-Verbindung mit drin und über die können wir das ganze Brain updaten. Mit dem Button ganz unten Security Passwort ändern, kommt ihr halt in die Bluetooth-Einstellung, um das Bluetooth-Passwort einzugeben. Wenn ihr das Passwort vergessen habt und es euch nicht irgendwo aufgeschrieben habt, dann habt ihr keine andere Wahl, als mit dem Reset-Pin hier einmal alles auf Werkszustand zurückzusetzen. Das hat einfach diesen Sicherheitsaspekt. In dem Abschnitt ganz unten sehen wir vor allem die LTEM-Verbindungsqualität. Also die werden über Punkte dargestellt und darüber seht ihr, ob das Brain sozusagen gerade Internet hat oder nicht. Und vor allem ganz wichtig, die Firmware-Version, die man dann halt auch einsehen kann. Wenn ihr das alles gemacht habt, könnt ihr einfach wieder zurückgehen und wir sehen, wir werden jetzt wieder auf einen weißen Screen zurückgeworfen. Dieser weiße Screen ist praktisch wie ein weißes Blatt Papier, was man jetzt mit Widgets beschreiben kann. Widgets sind im Endeffekt Kacheln, die eine Funktion haben. Wenn ihr jetzt hier raufklickt, seht ihr die verschiedenen Kategorien, die wir auch an Nodes haben. Das heißt, Geräte zum Beispiel ist dann die Node Switch, Lichter wäre jetzt zum Beispiel eine Node Ambient, Temperatur, die Node Temp und so weiter. Dadurch, dass jetzt zum aktuellen Zeitpunkt keine weitere Node in dem System drin ist, ist es natürlich relativ leer. Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel in den Geräten gucken und mir werden aber keine Widgets angeboten. Die einzigen Widgets, die verfügbar sind, wenn man jetzt nur das Brain drin hat, sind vor allem die Karten. Hier kennt man halt das Prinzip ganz gut, dass wir verschiedene Größen haben, die im Endeffekt das Gleiche zeigen, aber halt anders angeordnet sind. Somit könnt ihr selber entscheiden, wie euer Dashboard aussieht. Und wenn ich das jetzt raufklicke, dann sehen wir, es wird dem Homescreen hinzugefügt. Wir können das sozusagen an jede Position schieben und können jetzt weitere Widgets hinzufügen. Zum Beispiel eine Geschwindigkeitsanzeige. Das sind praktisch alles Sachen, die mit dem GPS mitkommen. Das heißt, auch das kann ich jetzt zum Beispiel hier schon mal draufziehen. Über das Seitenmenü kann ich halt jederzeit neue Widgets hinzufügen. Also zum Beispiel hier die Uhrzeit nochmal anzeigen lassen als Widget. Und jetzt sehen wir auch schon, je nachdem, wie man die halt schiebt, kann man sich halt eigene Anordnung bauen. Nun habt ihr das Brain angeschlossen, ist mit der App verbunden und könnt nun loslegen, beliebig neue Nodes hinzuzufügen und somit euer System zu erweitern. Wenn ihr schon ein System bekommen habt, zum Beispiel vom Fahrzeug, könnt ihr auch jederzeit neue Nodes nachrüsten. In den weiteren Videos stellen wir jetzt jede Node einmal vor und zeigen auch dort, wie ihr sie anschließt und in der App konfiguriert. Schaut einfach gerne mal durch und viel Spaß!